Die Nürnberger Spielwarenmesse, liebe Modellbahnfreunde, ist die erste und wichtigste Messe eines jeden Jahres. Denn hier werden die Weichen gestellt, was an Neuheiten die Modellbahnindustrie zu bieten hat. Jetzt frage ich Heiner Groh ganz einfach an meiner Seite, welche Weichen haben wir denn für Tillich gestellt? Ja, hallo erstmal, auch dieses Jahr hier wieder auf der Messe. Ja, wir haben sicherlich einige Weichen gestellt, so wie man es von uns aus den letzten Jahren natürlich schon gewohnt ist. Nicht nur in der Nenngröße TT, auch wenn wir jetzt direkt hier an der Vitrine stehen, natürlich auch in H0 oder in Schmalspur haben wir sicherlich wieder einiges zu bieten in diesem Jahr. Fangen wir doch gleich mal mit der Stamm- und Hausspur an mit TT. Da haben Sie ja was ganz Besonderes zu bieten, nämlich die E-Lok, die E94 in der Epoche 4, die Baureihe 194 in DB und dann gibt es noch eine österreichische Variante dazu. Richtig. Wir haben, das ist ein sehr lang gehegter Wunsch vieler TT-Freunde. Das heißt, wir haben uns ja letztes Jahr auf die Fahnen geschrieben, diese E94 komplett als Formneuheit herauszubringen. Das hat jetzt im letzten Jahr nicht mehr ganz geklappt, aber dennoch werden wir es jetzt in diesem Jahr mit Schwung nachholen. Also auch das, was der Kunde eigentlich von uns erwartet, natürlich die Unterschiede in den einzelnen Varianten, ob es eine DB-Variante ist, eine DR oder die ÖBB-Variante, so wie man es auch bei uns hier jetzt schon als Muster dann halt eben sieht. Das heißt, die E94 ist schon sehr, sehr weit gediehen und wir hoffen, dass wir in den nächsten Monaten, das heißt so Richtung April oder Mai, dann diese Loks auch in den unterschiedlichsten Varianten ausliefern können. Und jetzt wird das Herz der Dampflok-Freunde etwas höher schlagen. Die Baureihe 50 sehe ich neben mir hier in der Vitrine stehen. Das ist ja ganz besonders gutes Stück. Ja, wir hoffen mal, dass es auch genauso gut ankommt, wie wir uns das eigentlich gedacht haben. Auch dieses ist ja so ein Wunschmodell, was man uns schon sehr, sehr häufig ans Herz gelegt hat. Jetzt soll es soweit sein. Das heißt, die Baureihe 5040, die wir jetzt in vielen Details mit vielen neuen Teilen dann halt versehen haben. Das ist dann halt Umlauf zu nennen, teilweise vom Fahrwerk her, von den Stangen her. Viele Dinge sind dort neu gemacht worden oder werden dort neu gemacht, sodass wir diese Lok dann jetzt auch dann halt in TT umsetzen können. Jetzt lassen wir es mal ganz ruhig angehen. Es gibt ja noch einen Ruhesesselwagen im Programm. Richtig, auch der wurde von uns jetzt formneu umgesetzt, beziehungsweise wird formneu umgesetzt. Das Besondere da natürlich sicherlich dann halt die sehr detaillierte Inneneinrichtung. Wenn man sich das am Bild anschaut, jeder Sessel ist einzeln nachgeformt und nachgearbeitet und wird auch komplett einzeln dort eingesteckt. Das heißt, ein sehr hoher Aufwand im Zusammenbau, in der Montage her. Ich denke mal aber, dass dann halt so, wie es sich jetzt den Anschein hat, dieses Modell auch sehr, sehr gut umgesetzt werden kann. Also wenn ich jetzt mal nur alleine die Inneneinrichtung sehe, ich bin heute mit dem ICE angereist, ich wäre, glaube ich, lieber mit dem Wagen gefahren. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich sage mal so, neben der Inneneinrichtung sind natürlich dann halt auch noch Dachaufbauten geändert. Natürlich auch alles das, was sich unterm Wagen befindet. Also so vom Original her bestmöglich umgesetzt ins Modell. Als ganz besondere Schmankerl möchten wir jetzt mal die Epoche 1 Fahrzeuge angehen, diese Serie von Güterwagen. Das finde ich ja mal eine ganz tolle Idee. Vor circa 2 Jahren haben wir angefangen, diesen G10 oder gedeckter Güterwagen für Verdammbandsbauart A2 umzusetzen. Und daraus hin ist jetzt, wie gesagt, eine weitere Formneuheit entstanden, nämlich dieser Kühlwagen. Diese Kühlwagen, die bieten natürlich sehr, sehr viele Variationsmöglichkeiten. Einerseits natürlich in der Bedruckung, natürlich in der Epoche 1 über die vielen unterschiedlichen Bahngesellschaften. Und wir haben ja mittlerweile auch dort schon einen sehr großen Stamm gelegt. Das heißt, diesen Güterwagen ausgebildet mit verschiedenen Bremserhäusern, mit einer Bühne als solches. Und alles findet jetzt im Prinzip dann halt eben so seinen Zusammenschluss, sodass wir dort unterschiedlichste Varianten bereits jetzt in der Epoche 1 anbieten können, auch in der Epoche 2. Und was viele vielleicht schon auch noch freuen wird, ist, dass der Großteil dieser Wagen jetzt bereits auch lieferbar ist. Das heißt, sie können jetzt zum Händler gehen, der hat die vielleicht schon da, wenn er ist auf alle Fälle relativ kurzfristig bestellbar und kommt dann auch relativ zügig dann zugeliefert an den Fachhändler. Also ich kann nur, liebe Modellbahnfreunde, bestätigen, wenn man diesen Wagen sieht, also es sind wirklich ganz tolle Stücke, was da sind, also auch was Seltenes. Gehen wir in die nächste Epoche, die Epoche 4, da gibt es dann die sogenannten Rolldachwagen der Deutschen Bahn, auch als Formneuheit. Richtig, diesen haben wir ja im Herbst des letzten Jahres angeboten. Jetzt sehen wir ihn schon hier, das heißt also dieser ist natürlich mit einem zusätzlichen Aufsatz dann halt eben verbunden. Mit diesem Rolldach lässt sich jetzt im Modell nicht öffnen oder schließen, sondern ist als geschlossene Variante dort abgestellt. Aber ich denke mal, auch dieser bereichert das Angebot an unseren vierachsigen Güterwagen. Eine weitere Neuheit ist der Schiebewandwagen Einheit
H-I-R-R-S. Tolles Wort. Richtig, genau. Ich sag mal so, das ist viel, viel Beschreibung dann halt eben um so einen Wagen drumherum. Dieser Wagen, wie gesagt, soll als ein preisgünstigeres Modell entstehen. Den haben wir jetzt als erstes mal als zweiteilige Einheit eben angeboten. Wird sicherlich auch dann noch als Einzelwagen dann halt folgen. Und es nimmt natürlich auch Überlegungen da, diesen nicht nur im so normalen Sortiment zu führen, sondern den eventuell auch dann halt in das Startsortiment mit aufzunehmen. Dort ist er dann halt von der Detaillierung, von der Bedruckung her nicht ganz so weit ausgestaltet. Aber das macht sicherlich dann halt auch weit her, um auch das Startsortiment etwas aufzuwerten. Das wären jetzt erstmal so mindestens die wichtigsten Neuheiten. Es gibt noch viel, viel mehr, denke ich mal, im TT-Bereich zu nennen. Wir machen jetzt mal einen Sprung in H0 und das ist ein ganz besonders schönes Stück, eine Elna Lok, die Baureihe 92. Das ist richtig, ja. Ich sag mal so, da haben wir uns seit, ich glaube, zwei bis drei Jahren sind wir dort am Überlegen, beziehungsweise ja nicht nur überlegen, sondern auch, sag ich mal, den Markt zu sondieren, zu schauen, was ist möglich, was gibt es in H0 noch nicht. Wir sind da ja der kleinere Hersteller und da fragt man sich schon, warum es da eigentlich doch noch ein paar Lücken gibt. Es gibt doch noch Lücken. Und es gibt doch noch Lücken und da haben wir jetzt eben versucht, dort genau mit dieser Elna hereinzustoßen. Wir haben das jetzt ja letzte Woche am Freitag veröffentlicht, unsere Neuheiten, am 26. Januar und die Resonanzen, die wir mittlerweile zu Elna bekommen haben. Also die sind so positiv, dass wir da halt eben mit sehr viel Schwung und Elan rangehen und nach den jetzigen Resonanzen eigentlich schon relativ sicher sind, dass das ganze Ding ein richtiger Brüller wird. Und wann wird der Brüller dann endgültig? Ich meine, momentan ist ja ein Handmuster da. Wann wird der Brüller dann auf dem Markt sein? Also er soll dann halt Richtung Herbst dann halt in den Läden erscheinen. Das heißt so Richtung Oktober circa. Wie gesagt, es handelt sich für uns um die erste Dampflok, die im Namen Tillich dann halt eben produziert, entwickelt, produziert und dann auch verkauft wird. Wir haben ja schon mal eine andere Lok gehabt, dann halt eine Diesellok, die wir aber dann halt über andere Vertriebswege dann halt genommen haben. Und das ist eigentlich als Triebfahrzeug das erste richtig neue H0-Modell, was wir als Firma Tillich anbieten. Das wird sicherlich sehr viele Freunde finden. Sie hatten es ja schon angesprochen. Reisezugwagen, Y-Reisezugwagen, steht ebenfalls auf dem Neuheitenprogramm. Genau, das ist im Prinzip eine logische Fortsetzung des Regierungszugsprojektes, was wir ja im letzten Jahr angefangen haben im Bereich H0. Das heißt, dort haben wir ja viel Wert drauf gelegt, dass wir eben für diesen Regierungszug dort eine neue Form entwickeln, beziehungsweise dann halt eben herstellen, was das Oberteil betrifft. Dazu sind natürlich noch diverse andere Dinge gekommen, Fensterbänder, Inneneinrichtungen, natürlich auch dann halt eben Unterbauten oder Dach. Und da ist es natürlich logisch, dass wir dann halt eben diese jetzt auch als Einzelwagen ins Sortiment mit aufnehmen wollen, natürlich in unterschiedlichsten Varianten. Wieder der nächste Sprung von H0 zu H0M. Ist eine logische Fortsetzung, die ganze Geschichte. Ja. Schmalspurbereich. Da haben Sie ja auch H0M gedeckte Güterwagen GML vierachsig anzubieten. Genau. Wir haben letztes Jahr angefangen, die vierachsigen Güterwagen ins Sortiment reinzunehmen. Haben ja im Herbst dann halt die offenen Güterwagen ausgeliefert als erste vierachsige. Und jetzt ist es im Prinzip dann halt auch dann die logische Fortsetzung, dass man natürlich auf dem Untergestell weiterhin aufbaut. Jetzt kommen dann die gedeckten Güterwagen. Und wir haben ja jetzt dann halt eben ein Einzelwagen oder ein Zweierset in H0 wie auch in H0E im Angebot. Und auch das Zweierset beinhaltet schon zwei Varianten. Das heißt, wir haben also dort schon geschaut, dass dieses Set nicht einfach nur zwei gleiche Wagen sind mit unterschiedlichen Betriebsnummern, sondern diese auch formtechnisch etwas sich unterscheiden. Der eine ist dann halt eben mit Fenstern halt eben noch versehen, mit kleinen Luken versehen und so weiter. Und so denke ich mal, haben wir auch in der Schmalspur dort schon wieder ein interessantes neues Modell. Ein ganz besonders schönes Modell ist ja auch der VT 133 in H0M. Das ist, merkt man so ein bisschen, der Hang auch zur Harzer Schmalspurbahn bei Ihnen. Finde ich eigentlich eine ganz gelungene Idee. Ja, wir sind auch relativ überzeugt dann halt von der ganzen Thematik her. Wir haben ja das Schmalspursortiment schon seit vielen Jahren im Aufbau. Und jedes Mal sagt der Kunde, okay, was kommt als nächstes? Was könnte denn jetzt kommen? Wir haben ja da die große Harzlok, die 99er, dann halt eben herausgebracht in den letzten Jahren. Jetzt war es mal Zeit dran, mal die Traktion dann halt eben zu wechseln, sind jetzt dann halt eben zum Triebwagen dann übergegangen und beginnen jetzt im Prinzip, ich sage extra jetzt mal, beginnen mit einem zweiachsigen Triebwagen, der auch dann sicherlich in den nächsten Jahren seine Fortführung dann halt eben finden wird. Also wir werden auch in den nächsten Jahren, so wie wir schon häufiger angekündigt haben, immer wieder Formneuheiten herausbringen, um das Sortiment stimmig und rund zu machen. Hat man sowieso bei euch den Eindruck,
ringsrum, dass immer wieder ein bisschen was dazukommt, wo man sagt, da geht es wieder vorwärts, da gibt es einen neuen Wagen, da gibt es neue Lok. Und im Schmalspurbereich werden es Ihnen die Fans mit Sicherheit danken, denke ich mal. Ja, ich sage mal so, wir hoffen natürlich, dass wir auch in den anderen Nenngrößen entsprechend viele Kunden finden. Es ist natürlich klar, dass Formneuheiten, Formvarianten immer nur punktuell gesetzt werden könnten, weil natürlich dann halt die Entwicklungskosten sehr, sehr hoch sind. Die müssen natürlich auch irgendwo eingespielt werden. Einerseits für uns als Firma ist es wichtig, dass die Kosten in einem entsprechenden Rahmen bleiben, den wir auch dann halt erwirtschaften können. Und für die Kunden muss es ja auch irgendwo schaffbar sein, bezahlbar sein. Also wenn wir jedes Jahr diverse Formneuheiten herausbringen würden, dann wird es der Kunde auch allein vom Inhalt seines Portemonnaies wahrscheinlich in vielen Fällen nicht schaffen. Und das wollen wir nicht. Und deswegen werden die Formneuheiten innerhalb eines Neuheitenprogrammes immer punktuell gesetzt werden. Uff, jetzt sind wir durch mit den wichtigsten Neuheiten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie die Zeit gefunden haben, obwohl hier ringsherum noch aufgebaut wird. Heute ist ja erst Dienstag, die Messe geht erst morgen los. Aber wie gesagt, Tilly steht bei uns ganz oben immer als erster Stelle. Lieber Heiner Groh, vielen Dank für diese tollen neuen Vorheiten, Neuheiten, die Sie vorstellen konnten. Und wünsche Ihnen für die Messe noch viel Spaß. Danke. Alles klar, prima. Vielen Dank. Das, was Heiner Groh eben sagte, kann ich nur bestätigen. Auffällig ist in diesem Jahr, dass die Hersteller weniger auf Masse, sondern mehr auf Klasse setzen. Auf meinem Terminkalender steht jetzt der Besuch des Messestandes bei Brava an. Auf dem Weg dahin findet man liebevoll gestaltete kleine Modellbahn-Hingucker, die zum Verweilen einladen. Sie sehen, Modellbahn braucht gar nicht so viel Platz. Ich bin jetzt gespannt, was Brava an Neuheiten für den Modellbahner bereithält. Und da gibt es gleich ein Jubiläum. Brava feiert das 70-Jährige. Von uns und im Namen der Modellbahner Glückwunsch. Dankeschön, ja. Die Firma Brava feiert dieses Jahr 70-jähriges Firmenjubiläum. Wir wurden 1948 gegründet mit dem Handelsregistereintrag. Ja, und dazu haben wir dieses Jahr ein paar besondere Produkte im Angebot. Und auch hier noch einige historische Modelle zur Ausstellung dabei, die sicher der ein oder andere Kunde noch aus der Vergangenheit kennt. Diese besonderen Produkte sind ja genau das, weil wir darüber sprechen wollen gerade. Denn es sind ja wirklich ganz tolle Sachen, die ihr euch habt einfallen lassen. Und zwar geht es jetzt erstmal um eine limitierte Auflage des Jubiläumssets Schwäbische Waldbahn. Ja, ein Jubiläumsset bieten wir an in diesem Jahr als Geschenkpackung. Das Besondere daran ist, dass es eine Museumsbahn ist, die bei uns in der Heimatregion von Brava noch im Einsatz ist, als Museumsbetrieb bei der DBK. Und das Besondere an dem Set ist dann, dass jeder Käufer, der das Set erwirbt, einen Gutschein erhält. Wir veranstalten im September dieses Jahres eine Sonderfahrt, haben den Zug exklusiv gechartert. Und Käufer von dem Set, das ist eine V100 und Personenwagen 4YG, haben dann die Möglichkeit, exklusiv an dem Ausflug und an der Veranstaltung teilzunehmen. Ich denke, das wird eine ganz schöne Veranstaltung im Schwäbischen Wald. Könnte man ja fast sagen, feierliches Rollout der ganzen Geschichte. Ist eine nette, hübsche Idee übrigens, ja. Die Kunden einzuladen, mal mit dem Originalzug zu fahren, genau. Finde ich toll. Ja. Jetzt kommen wir aber zu dem Highlight und das ist wieder ein Jubiläum, nämlich 90 Jahre. Rheingold Express, ja. Das gibt es zusätzlich zu feiern. Hatte mit Brava bis jetzt nichts zu tun. Doch, doch, ihr habt das Ding gebaut. Ja, genau. ab sofort hat es was mit uns zu tun. Es ist unsere wichtigste Neuentwicklung, die wir in diesem Jahr vorstellen. Die Baureihe 01 als legendäre Dampflok zusammen mit dem Luxuszug, mit dem Rheingold, steht auch hier schon hinter uns auf dem Modul. Und ist ein tolles Produkt. Wir sind unheimlich froh, dass wir es jetzt im Sortiment haben. Mit, wie üblich bei Brava, sehr vielen Besonderheiten. Man muss jetzt dazu sagen, es ist eine limitierte Auflage. Und man kann auch noch, wenn man den gesamten Zug kauft, noch etwas dazu bekommen, nämlich? Ja, wir haben jetzt zur Produkteinführung eine Vorbestellaktion für Kunden, die sich für die Baureihe 01 zusammen mit dem Rheingold Express entscheiden. Vorbestellaktion geht bis 15. März. Hier hat man die Möglichkeit, nochmal einen Waggon, einen Packwagen, der exakt zu diesem Zug passt, extra zu erhalten. Als Gratisbeigabe gibt es noch ein weiteres kleines Geschenk dazu. Und ich denke, da der Zug sowieso als komplette Einheit im Einsatz war, ist es auch ein stimmiges Gesamtbild und für jede Anlage eine tolle Bereicherung.
Gibt es ja zu dem Zug auch noch was zu sagen, zumindest zu den Wagen mit der Beleuchtung und Nichtbeleuchtung? Ja, gut, zum einen die 01 haben wir jetzt in 5 Versionen angeboten, in 5 verschiedenen Epochen. Beginnend mit der klassischen Lok, die den Rheingold gezogen hat, aber dann sind natürlich auch noch ein paar Nachkriegsversionen dabei. Und bei dem Rheingold als Waggon ist die Besonderheit, dass es den ganz normal analog als Personenwagen gibt und auch digital mit kompletter Ausstattung. Da ist ein Sounddecoder drin, wir haben da Betriebsgeräusche, Küchengeräusche drin. Der Zug wird digital mit Strom versorgt, zentral über eine stromführende Kupplung und einen Digitaldecoder. Und ja, ganz besonders, es gibt in jedem Personenwagen 3 Beleuchtungsbereiche. Also wir haben einmal die Deckenbeleuchtung, dann ganz besonders eine Einstiegsbeleuchtung an den Türen und auch noch unten, die Tische sind alle einzeln beleuchtet. Ich glaube, das sind in jedem Waggon schon über 20 Dioden drin, die alleine für Lichtsituationen sorgen. Und ja, das komplett als Zentralsteuerung ist natürlich was ganz Besonderes. Da fehlt aber noch was. Bei der ganzen Aufzählung hätte ich jetzt noch vermisst, es gibt auch noch eine Geruchssteuerung aus der Küche, wenn es Schnitzel gebraten wird. Das haben wir noch nicht hinbekommen. Vielleicht schaffen wir das noch. Vielleicht schaffen wir es ja noch im Laufe der Zeit. Die Modellbahn ist vielleicht hier immer was einfallen. Kommen wir mal von diesem wunderschönen Zug weg. Man kann nicht genug sich satt sehen an dem Teil. Es ist wirklich eine ganz tolle Sache. Es gibt noch im Angebot jetzt eine Sonderedition aus 10 verschiedenen bedruckten Güterwagen. Was ist das? Ja, das haben wir auch anlässlich unseres 70-jährigen Bestehens gemacht. Es sind im Prinzip Güterwaggons, die mit historischen Werbemotiven bedruckt sind, die aber alle mit der Firmengeschichte von Brava zu tun haben. Also zum Teil der Trolleybus, das sagt sicherlich jedem was. Auch die Motordressine, die uns jahrelang im Sortiment begleitet hat, ist dabei. Und ja, sicherlich jetzt anlässlich des Geburtstages eine ganz nette Sache und das ein oder andere Sammlermodell dabei. Und auch wunderschön anzuschauen. Hat man sich schon geguckt, also muss wirklich sagen, ganz toll. Dann gibt es noch einen Säuretopfwagen, auch in H0. Ja, in H0 haben wir wieder wie üblich einige Güterwagen als Neuentwicklung. Einmal die Säuretopfwagen, gab es in der Form noch nicht im Brava-Sortiment, diese Art von Waggon. Und zusätzlich auch noch ein Schüttgutwagen für nässeempfindliche Güter mit einem Schwenkdach, den kann man sogar tatsächlich im Modell das Dach bewegen. Das sind wieder sicher einige Highlights dabei, um auch Güterzüge zu vervollständigen, zu ergänzen und das Sortiment aufzufüllen. Der Abschluss der Neuheitenvorstellung hier auf dem Stand ist was für echte Schweiz-Fans in Spur N. Ja, was ganz Kleines in N, auch eine Neuentwicklung, Güterwagen K2. Wurden wir wahnsinnig oft danach gefragt, weil wir sie schon sehr viele Jahre in H0 im Sortiment haben. Und in diesem Jahr stellen wir es als Neuentwicklung vor. Kommt auch super an. Ich denke, die N-Bahner sind dankbar, wenn es neue Güterwagen gibt. Und in dem Fall jetzt besonders für die Schweiz eben noch ein Highlight. Ja, liebe Katrin Braun, das war es eigentlich schon. Die wichtigsten Neuheiten, weitere Neuheiten, die wir jetzt vielleicht nicht besprochen haben oder andere Angebote, findet man auf Ihren Internetseiten bzw. im Katalog. Für die Restmesse noch viele, viele tolle Geschäftserfolge und fürs nächste Jahr viele gute Ideen. Dankeschön, die haben wir lange im Voraus. Zum Schluss des ersten Teils des Messerundgangs schaue ich bei dem kleinen, aber feinen Landschaftsgestalter Heki vorbei. Heki macht dieses Jahr dem Modellbahner für den Landschaftsbau mit einer Folie ein ganz besonderes Angebot. Ja, also die Landschaftsbaufolie ist eine Folie, die besteht aus Alu auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist sie kaschiert mit einem Leinen. Das ist dann, da besteht dann die Möglichkeit, dass man das entweder bestreicht oder gleich beflockt. Und, wir haben eine hier. Ja. Kann ich jetzt gleich mal herbringen? Wir können das auf die Kamera mal halten. Die Kamera ist da. Wir zeigen erstmal die eine Seite, die also. Die ist schon jetzt hat. Koloriert. Ja. Die Folie gibt es in 3 Ausführungen: einmal unkoloriert, eben in Naturfarbe, die man dann eben selber bemalen kann. Die hier ist jetzt, das ist die Granitfolie. Und dann gibt es noch eine Sandsteinfolie. Ja. Und, und man kann sie aber auch selber gestalten. Da ist die völlig, ich will nicht sagen farblos, das wäre Quatsch, das würde man nicht sehen. Aber zumindest mit einer neutralen Farbe, die man dann selbst mit Glasuren behandeln kann. Genau, die ist dann mehr oder weniger weiß. Mhm. Aber die hier ist jetzt, wie gesagt, ist schon mit einem Granitmuster bedruckt. Mhm. Und dann gehe ich einfach her. Und kann die richtig zerknautschen. Kann die richtig zerknautschen.
Und dann, was passiert jetzt? Jetzt ziehe ich sie wieder auseinander. Dadurch kriegt die Folie eine gewisse Struktur. Ah, das ist ja cool. Ja. Je öfter ich das mache, je feiner wird die Struktur. Ja. Ich lasse es jetzt mal so grob, das reicht ja schon. Und dann kann ich anfangen, jetzt die hinzubiegen, wie ich sie dann brauche. Und dann wird das ganz normal aufgeklebt, oder? Das wird dann einfach mit Heißkleber an gewissen Fixpunkten befestigt. Okay, aber die Alufolie muss hinten dran bleiben. Die bleibt hinten dran, die ist ja fest mit der bedruckten Leinenfolie, ist ja die verbunden. So. Das ist natürlich mal eine ganz tolle Idee, das haben wir so ja noch nicht gesehen für den Landschaftsbau. Nee, ist jetzt etwas Neues, das kommt aus dem, sag mal, Theaterbereich. Das wird für den Kulissenbau verwendet. Und da haben wir jetzt mit dem Hersteller dieser Folie, haben wir jetzt diese, sag mal, die Granitfolie und die Sandsteinfolie entwickelt. Eben die Textur und das Design, das jetzt den Leuten die Möglichkeit gibt, das einfach jetzt so einzusetzen, ohne groß zu kolorieren. Also ich denke, das ist eine ganz tolle Idee und ich glaube auch, dass viele Modellbahner, auch die vielleicht jetzt anfangen, eine Modellbahn zu bauen, auf diese Folie zurückgreifen. Das ist wirklich eine ganz einfache Methode, eine feine Landschaft. Und wenn man das jetzt mal senkrecht hält oder etwas schräg, hat man ja fast eine Felslandschaft vor sich. Also das ist ja schon fix und fertig eigentlich. Natürlich, das ist ja auch der Sinn der Sache, den Leuten jetzt oder den Modellbahnern Mittel an die Hand zu geben, damit sie einfach und schnell jetzt ohne große Schweinerei sich eine Felswand oder ein Gebirge gestalten können. Ja. Und dazu gibt es jetzt auch die passenden, wie sage ich mal, Grasfasermatten. Das sind keine Grasfasermatten, das sind einzelne oder lose Grasfasern, die man dann mit dem Begrasungsgerät aufbringen kann. Man sieht es mir nach, ich dachte, das sind Grasfasermatten. Nein, nein, das ist also lose Grasfaser in 50 Gramm Päckchen gepackt, in vier verschiedenen Grundfarben, die man sich dann eben selbst zusammenmischen kann, jetzt die verschiedenen Farbtöne, ob jetzt hat Frühsommer, Spätherbst oder wie auch immer. Und die werden aufgebracht, ganz normal, also aus herkömmlichen Tuben, oder gibt man einen Grasmaster dazu, oder wie geht das? Den Grasmaster verwenden wir leider nicht, wir verwenden unseren Flockster. Ja. Aber sie werden mit dem elektrostatischen Begrasungsgerät das aufgebracht. Meinte ich, also ich meinte, habt ihr jetzt den Obergriff Grasmaster, weil ich denke, dass das elektrostatisch dann draufgebracht wird. Ja. Gibt es auch eine alternative Methode, wenn ich jetzt sowas nicht zur Verfügung habe? Nein, das ist eher schwierig, die Fasern in der Länge jetzt hat. Zum Stehen zu kriegen. Also da muss man schon ein elektrostatisches Begrasungsgerät verwenden. Okay. Also da haben wir ebenfalls verschiedene Farben und ebenfalls sehr neu sind diese Steinschotter in verschiedenen Körnungen. Was kann ich damit alles machen? Ja gut, der Steinschotter, der ersetzt jetzt unseren alten Dekosand und Dekosteinschotter, den wir im Sortiment haben. Den gibt es jetzt in 5 verschiedenen Farben und in 3 verschiedenen Körnungen. Da kann ich dann Wege Feldwege oder Schotterwege, wie auch immer, jetzt halt farblich gestalten, wie ich es gerne hätte. Das waren jetzt erstmal die grundlegenden Neuheiten für dieses Jahr. Und viele sagen, das sind sehr interessante Sachen, denn ich denke, die Klasse macht es und nicht die Masse. Und das ist wirklich sehr beeindruckend mit der Folie. Weiterhin können natürlich Ihre Kunden auch wieder auf die bewährten Sträucher und Bäume, die es nach wie vor gibt, immer noch zurückgreifen. Natürlich, das Standardsortiment, das wir schon seit Jahren pflegen, das ist auch weiterhin verfügbar in derselben Qualität. Und die Neuheiten sind jetzt halt ergänzend zu unserem Sortiment. Und ich denke, unsere Kunden wissen, was sie an uns haben. Ja. Das glaube ich auch. Also, liebe Modellbahnfreunde, Sie haben es gesehen. Die brandneuen Sachen bei Heki sind jetzt dieses Jahr weniger im Baumbereich gewesen, sondern mehr im Gestaltungsbereich. Und diese Folie ist wirklich eine Top-Sache. Also, das war ich sehr überrascht, wie einfach man so ein Gelände machen kann. Lieber Ralf Kittler, vielen Dank für dieses kurze, knackige Gespräch und für die wirklich sehr schönen Sachen und Neuheiten, die wir hier vorstellen konnten. Und für den Rest der Woche noch alles Gute. Also auch Ihnen vielen Dank, Herr Budich, und bis zum nächsten Jahr. Das war es schon, liebe Modellbahnfreunde. Der erste Teil unserer Messeberichterstattung ist leider schon zu Ende. Aber keine Bange, es folgen noch weitere Sendungen zur Messe. Wir sehen uns wieder auf gleicher Welle und Kanal zum Teil 2 der Messesondersendung. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihr Frank Budich.